Wenn du ein Loch bohren möchtest, solltest du wissen, aus welchem Material die Wand besteht. So kannst du das richtige Werkzeug auswählen. Das hier ist das passende Werkzeug für unsere Betonwand. Wenn du öfter mal ein Loch in Beton bohren musst, lohnt sich die Anschaffung eines Bohrhammers. Damit sparst du enorm Kraft. Für gelegentliche Bohrungen reicht aber auch eine Schlagbohrmaschine. Markiere die Stelle, die du bohren willst, mit einem Bleistift. Jetzt kannst du deinen Bohrhammer einstellen. Lege den roten Schalter an der Seite auf das Hammer-Symbol um, so schaltest du die Bohrhammer-Funktion ein. Setze den Bohrer gerade ein, bis es Klick macht. Als Markierung für die Tiefe des Lochs wickelst du einfach Klebeband an die entsprechende Stelle um den Bohrer. Die Größe des Bohrers passt du an den Dübeldurchmesser an. Damit der Bohrstaub nicht auf den Fußboden fällt, kannst du einfach eine Plastiktüte unter deine Markierung hängen. Jetzt wird gebohrt. Setze den Bohrhammer im rechten Winkel an. Sorge mit beiden Händen am Bohrhammer für einen festen Griff. Drücke das Gerät leicht gegen die Wand und fange ganz langsam an zu bohren. Wenn du deine Markierung erreicht hast, hörst du auf und ziehst den Bohrer vorsichtig heraus. Damit Dübel und Schraube später auch wirklich halten, muss der Bohrstaub aus dem Loch. Einfach raussaugen. Stecke jetzt den Dübel in das Bohrloch. Wenn der nicht gleich reingeht, kannst du mit einem Hammer ganz sanft nachhelfen.